Servus Leute, heute kann ich euch endlich Neues zu Immortals Fenyx Rising erzählen, denn ich durfte das Spiel noch einmal antesten und habe zwei neue Gebiete gesehen und top nochmal einen neuen Boss, die Charakteranpassung und auch die Halle der Götter, die hat es auf jeden Fall in sich, denn dort könnt ihr, das sage ich euch auf jeden Fall im Video, bleibt dran, es lohnt sich. Ein großer Dank geht erstmal an Ubisoft raus, die mich zu einem zweiten Anspielevent eingeladen haben, in dem ich 4 Stunden nochmal Immortals Fenyx Rising anzocken durfte. Und zwar vom Start des Spiels 4 Stunden eben. Ich möchte euch da auch nicht über die Story spoilern, man sollte die immer selber erfahren. Ich kann euch aber sagen, die ist richtig cool gemacht, denn es gibt etwas Besonderes. Man hat immer einen Geschichtenerzähler an seiner Seite und der erzählt die Story und man zockt sie gleichzeitig. Und das, finde ich, hört sich richtig gut an. Und da möchte ich euch auch einen ganz kleinen Einblick geben, wie sich das anhört. Denn es gibt schon die deutsche Synchro im Spiel drin. Allgemein, das Spiel fühlt sich sehr final an. Demnächst kommt ja auch eine Demo raus. Im nächsten Video gibt es dazu mehr Infos. Und ich würde sagen, hört euch mal ganz klein, ganz kurz diesen Dialog an, wie so die Geschichte aufgebaut ist. Fenyx sah ihren Schiffsführer und die Soldaten in der Ferne. Durch einen Streich des Lichtes wirkte es beinahe, als würden sie ihr zuwinken. Fenyx, du wieder! Du magst nicht wie dein Bruder Lykyron sein, aber ich mach schon noch was aus dir. Halt meinen Schild. Lass ihn dieses Mal nicht fallen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Gib nichts auf ihr Gerede. Die sind nur neidisch. Nicht jeder kann einen Bruder haben, so wie du ihn hast. Noch nie hatte Fenyx das heilige Schwert, ein Geschenk von Achilleus für Tapferkeit in der Schlacht, anfassen dürfen. Es lag in ihrer Hand, als wäre es für sie angefertigt worden. Achilleus Schwert? Ihr Bruder konnte bestimmt gut kämpfen. Stimmt was nicht mit deiner Stimme? Das war jetzt hier der ganz kurze Einblick in die Story mit dieser Erzählung. Finde ich richtig cool umgesetzt. Ich denke, ihr habt es auch gesehen, welche zwei Erzähler es da gab, welche zwei Leute sich da unterhalten haben. Es waren zwei Götter. Bin echt gespannt, wie die Story ihren Lauf nehmen wird, aber es hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Gleich zu Beginn kann man auch seinen Charakter optisch anpassen, auf sich abstimmen. Ihr seht jetzt hier das Menü. Es gibt 6 oder eher gesagt 7 verschiedene Punkte. Die Stimme ist natürlich auch noch mit dabei. Ganz links auf dem ersten Reiter kann man eben wählen, ob man männlich oder weiblich spielen möchte. Auf dem zweiten Reiter kann man dann verschiedene Gesichtsformen wählen. Der dritte Reiter ist dann dafür da, dass man eben verschiedene Haare aufsetzen kann. Vierter Reiter kann man verschiedene Bemalungen oder Tattoos eben ins Gesicht machen. Narben gehen ebenfalls. Und auf dem 5. Reiter haben wir dann die verschiedenen Augenbrauen und Nummer 6 ist dann ja für die männliche Fraktion. Es gibt verschiedene Bärte. Ich habe ein bisschen rumprobiert und ich muss ehrlich sagen, ich habe nichts Schönes hinbekommen und bin dann einfach mit dem Standardcharakter ins Spiel gestartet. Man kann ja auf jeden Fall einige Zeit rein investieren, bis man da den Charakter für sich gefunden hat. Wie im letzten Video schon erzählt, besteht das Spiel für mich aus 3 Kernpunkten. Wir haben einmal die coole erzählte Story, dann das mega geile Kampf-Gameplay. Es ist eben nicht nur waagrecht, sondern auch horizontal. Durch die Flügel können wir eben auch Luftangriffe machen, Gegner so vom Himmel auch runterholen und macht sehr viel Spaß. Und gleichzeitig haben wir auch noch sehr viele Rätsel im Spiel, bei denen man auch länger braucht, um sie zu lösen. Sie sind nicht ganz so einfach und am Schluss gibt es eben immer eine Belohnung, mit der man dann eben seinen Charakter verbessern kann. Wie vorhin schon erwähnt, konnte ich nochmal einen Einblick in 2 neue Gebiete bekommen. Einmal das Stadtgebiet, die Schmetterfelsen. Seht ihr auch hier auf der Karte, ist sehr klein. Dort nimmt eben die Story ihren Lauf. Es wird vieles erklärt, gerade die Steuerung und so weiter, dass man ins Spiel reinkommt. Und einen Tick später kommt man dann in das Tal des ewigen Frühlings. Das ist das Gebiet von Aphrodite. Jedes Gebiet gehört einem Gott und muss dann dort eben für den Gott verschiedene Aufgaben lösen oder Missionen eben abschließen. Und über das Gebiet kann ich euch vieles erzählen, denn dort ist auch die Halle der Götter und das ist ein ganz besonderer Punkt, denn von dort aus können wir unseren Charakter verbessern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde die Open World einfach wunderschön. Jedes Gebiet hat seinen eigenen Charme und ich freue mich einfach, das zu erkunden. Man kann auch sehr viel erkunden, sehr viele Sachen finden und alles ist auch sehr farbenfroh, was mir persönlich sehr gut gefällt.
Kommen wir zur Halle der Götter. Die schaltet man eben sehr früh im Spiel frei. Ist auch wichtig, denn das ist unsere Base im Spiel, unser Stützpunkt. Von dort aus geht es dann im Endeffekt immer in die Open World. Wir können dort immer zurückkehren, neue Tränke herstellen, allgemein unseren Charakter upgraden, verbessern. Und das schauen wir uns jetzt im Detail an. Wir fangen mit einem wichtigen Punkt an, ist direkt auf der linken Seite, ist dieses rote Symbol und dort können wir unser Leben erweitern, upgraden. Man braucht dazu Ambrosia, findet man überall auf der Map, sind verschiedene Punkte eben und wenn man genügend Ambrosia befindet, kann man eben sein Leben verbessern, vergrößern und hält natürlich dadurch mehr aus. Wenn man das erste Mal damit interagiert oder dann eben später immer wieder was upgradet oder verbessert, gibt es immer ein kleines Video, finde ich ganz nett gemacht. Als zweites gibt es natürlich die Schmiede. Hier können wir unsere Ausrüstung verbessern. Man tut die Schwerter nicht einzeln verbessern, sondern dieses Upgrade gilt dann für alle, genauso wie für die Axt und für die Rüstungsteile. Finde ich eigentlich cool. So kann man das Schwert einfach tauschen und es ist direkt auf der gleichen Stufe. Vereinfacht natürlich das Spiel, wobei man auch sehr viele Materialien braucht, um die ganzen Sachen abzugraden. Rechts kann man noch mehr Pfeile herstellen oder mehr Pfeile dann mitnehmen. Unten auch mehr Tränke. Und was auch wichtig ist, die Waffen und Rüstung unterscheiden sich trotzdem. Sie haben noch separate Fähigkeiten on top drauf und da muss man dann auch immer schauen, was man mitnimmt, welche Fähigkeit zu einem besser passt. Kommen wir zu den Tränken, ein sehr wichtiger Bestandteil des Spiels. Wenn man die benutzt, hat man es auf jeden Fall einfacher. Es gibt Ausdauertränke, Krafttränke, Lebenstränke und Verteidigungstränke und die kann man separat auch nochmal verbessern. Man sollte auf jeden Fall schauen, ihr seht oben rechts die Zutaten. Jeder Trank hat eine eigene Zutat und damit könnt ihr den Trank dann eben herstellen. Es lohnt sich extrem, die Tränke einzuwerfen. Sie sind wirklich ultimativ stark und ihr seht auch hier, man kann sie verbessern. Sie heilen dann mehr, geben mehr Ausdauer zurück oder auch beim Schadenstrank ist dann der Schaden 100% am Schluss erhöht. Die sind wirklich sehr stark. Man muss immer dieses Bernstein sammeln. Das bekommt man durch Bäume raus, wenn man die fällt. Und rundum wirklich sehr starke Tränke sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Ich glaube, ich werde es ja auch nochmal separat in einem anderen Video zeigen, wo ich dann genau darauf eingehe, was welcher Trank alles machen kann. Sie sind auf jeden Fall extrem nützlich. Herausforderungen kann man auch annehmen und zwar an dieser Tafel und ja, man bekommt dadurch immer besondere Belohnungen, seht ihr unten, man muss eben verschiedene Sachen abschließen und mit den Belohnungen kann man dann wieder seine Rüstung, seine Waffen oder zum Beispiel auch die Tränke verbessern. Der gute Hermes hat für uns auch noch einen Shop, bei dem wir einkaufen können, was da drin sein wird, kann ich euch aktuell noch nicht sagen, denn der war zur Demo nicht verfügbar. Beim nächsten Symbol können wir unseren Charakter nachträglich von der Optik nochmal verändern. Finde ich eine mega coole Sache, dass das so einfach funktioniert. Wer sich am Anfang da ein bisschen ja, vertan hat, kann im Nachhinein seinen Charakter komplett nochmal verändern. Finde ich cool, dass das mit drin ist. Unsere Fähigkeiten können wir auch in der Halle der Götter anpassen, eben skillen. Es gibt zwei verschiedene normale Fähigkeiten und die göttliche Kraft. Die göttliche Kraft, das sind so diese aktiven Fähigkeiten, die man eben immer wieder benutzen kann. Dafür braucht man auch Ausdauer. Es gibt sechs verschiedene, einer ist noch verschlossen. Oben kann man den Skill freischalten und unten dann nochmal separat verbessern. Und der Hammer zum Beispiel ist wirklich ultra stark. Das ist so die Ulti von unserem Charakter. Dann gibt es noch die normalen Fähigkeiten. Dadurch, wenn man verschiedene Kombos eben macht, wie ihr seht, viermal die RB-Taste oder so, macht man dann eben nochmal besonderen Schaden oder nochmal mehr Schaden und es sind wirklich sehr viele Skills, kann im separaten Video nochmal ansprechen, da kann ich dann alle mit euch durchgehen. Unsere Ausdauer können wir natürlich auch verbessern, ist auch sehr wichtig, denn wir können dadurch länger unsere Fähigkeiten einsetzen, auch länger fliegen, sollte man auf jeden Fall machen. Ihr seht oben rechts die Blitze, bekommt man in der Unterwelt, wenn man dort eben so ein Rätsel oder so ein Dungeon abschließt. Am Schluss braucht man auch relativ viele und wie ihr seht, bekommt man auch immer, wenn man das was abgegradet hat, eben so ein kleines nettes Video. Und das war's weit von der Halle der Götter. Von dort aus können wir dann in die Open World starten. Uns durch Gebiet durcharbeiten, durch verschiedene Quests der einzelnen Götter. Ist wirklich sehr cool umgesetzt. Wir können eine sehr schöne Welt erkunden, Rätsel lösen, bessere Ausrüstung finden und unseren Charakter verbessern, bis wir natürlich dann den Endboss Typhon töten können. Das war es eigentlich soweit auch von der Unspiel-Session. Bin gespannt, wenn das Spiel dann draußen ist, was man alles dort erleben kann, wie schwer die Rätsel werden, was es noch alles für coole Gegner gibt, die jetzt aktuell noch nicht bekannt sind. Viele hat man ja auch schon im Trailer gesehen, die ich jetzt in der Demo separat nicht gesehen habe. Da kommt auf jeden Fall etwas richtig Cooles auf uns zu. Ich muss sagen, das Spiel ist, glaube ich, eher was für jüngere Leute.
aber auch ältere Leute können daran Gefallen finden. Gerade die Rätsel und wie man sich natürlich ein Bild aufbaut, ist eher was für Ältere. Aber die Geschichte, wie sie erzählt wurde mit den ganzen Videosequenzen, denke ich, ist eher eine jüngere Zielgruppe gerichtet. Rundum trotzdem ein sehr cooles Spiel. Ich freue mich da mega drauf. Bin gespannt, wann da mehr Preise geben wird. Das war's soweit vom Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Würde mich über einen Daumen freuen, wenn euch das Video informiert hat. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.